Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Test. Wir haben hier heute den Ropa Euromaus 3. Und damit werden wir heute mal die Rüben hier von diesem Haufen auf den Anhänger laden. Dazu klappen wir erstmal den. Starten wir erstmal den Motor. Hier haben wir das Hilfepanel. Aufladetisch können wir mit der Taste X aufklappen. Das ist das hier vorne. Von der Detailrate finde ich den schon ganz gut. Hier hinten sieht man auch die Stoßdämpfer. Okay, hier vorne ist er ein bisschen verschoben. Und da auch. Macht nichts. Das sind so kleine Details, aber sonst ist er eigentlich ganz gut. So sieht er vom Innenraum aus. Hat auch IC. Also, dass man hier mit der Maus was machen kann, die ganzen Sachen theoretisch. Machen wir jetzt aber nicht. Dann können wir den Arm mit Y ausklappen. Warum wackelt er jetzt? Mal kurz aussteigen. Also vorher war das nicht so. Steht der vielleicht schief? Komisch. Ja, das ist jetzt scheiße. Taste 8. Taste 8. So. Jetzt können wir den Arm hier bewegen, den Hauptarm. Und mit der Taste 9 können wir den hinteren Teil bewegen, hoch und runter. So dann halt einstellen, dass der Arm auf dem Anhänger passt. Dass er da drauf lädt. Wie kann ich den jetzt drehen? Zum nach links 6. Achso, ist schon. So, jetzt hat er sich auch endlich mal gefangen. Komisch. So, 9 und dann drehen wir nochmal ein bisschen nach links. So. Dann starten wir das Ganze mal. Das können wir jetzt ausmachen. Und dann können wir hier mal so ein bisschen was auf den Anhänger aufladen. Funktioniert ganz gut. Wir haben hier natürlich noch diverse Arbeitslichter, einmal für rechts, für links, für das Pipe, also für das Rohr hier, für diesen Ablader und für vorne. Warnblinklicht gibt's auch mit der Taste 2, auch mit dem Ton. Und Blinker links und Blinker. Ne, Blinker rechts und Blinker links. So, dann können wir hier drin den Sitz können wir auch noch ändern. Wir machen mal eben das Licht aus. So, da drücken wir die Taste 0 und dann können wir mit 4 und 6 können wir den Sitz drehen. Also Numpad 4 und 6. Da können wir dann gucken, wie das verladen wird. Und mit Numpad 5 können wir den Sitz zentrieren. Also dann ist er wieder gerade. So, was gibt's noch? Lenkung kann man ändern. Dann machen wir mal wieder hier. So, das reicht. Wir brauchen ihn ja nicht komplett voll machen. So, machen wir das hier mal weg. Und dann gucken wir uns mal die Lenkarten an. Also das ist die Hinterachse. Das sind dann beide. Rampenmodus heißt das, glaube ich. Dann fährt der so, also an sich gerade, nur halt seitlich nach hinten. Das ist dann die Vorderachse, Hinterachse und beide. So, und das Gewicht kann man, glaube ich, auch noch. Wo kann man das jetzt auswählen? Gegengewicht, Taste 7. Kann man dann
ihr auch, je nachdem wo der Arm ist, als Gegengewicht einsetzen, mit der nicht in die Schieflage kommt. Und mit 5 kann man das Ganze dann wieder zentrieren. So, dann gucken wir uns mal die Lok an. Die müsste fehlerfrei sein, soweit ich das weiß. Weil, ja, die Lok ist fehlerfrei. Da sieht man den Lamborghini und alles, was ich hier noch gerade drin habe. Ja, das ist fehlerfrei. Und damit verabschiede ich mich und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.